Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sunshine und Violet Snow Challenge. Wir sind zurück. Und wir sind in Team Rocket. Das ist keine Basis von Team Rocket, das ist Fleckmon Run. Und das ist Team Rocket. Wir sind clever, wir kennen dich nicht von oben, sondern wir gehen von hinten und sprechen sie an, damit sie den Kampf machen. Wir fordern sie heraus. Das ist krass, das ist scheiß. Auf jeden Fall, wir müssen den Fleckmon Run und wir müssen den Fleckmon Run von Team Rocket befreien. Oh. Oh, mir fällt gerade auf. Ich glaube, wir werden jetzt alle Analysten Scarlet heißen. Kann es sein. Weil die heißen eigentlich Team Rocket Triple und der Name wurde ersetzt, deswegen. Es würde Sinn machen. Es würde tatsächlich ziemlich viel Sinn machen. So, gegen dich setzen wir. Brauchst du. Ja, du brauchst noch Level. So setzen wir Free Candy in dich ein. Los, Free Candy. Free Candy hat ein paar Süßigkeiten, die sie sagen. Also, wenn du das haben willst. Muss ich nur sagen. Zum Beispiel so ein Windstoß. Das ist die krasse Süßigkeit. Und die ist sogar kostenlos. Kostenlos. Nein? Okay. Okay, wir sagen, wir nicht. Wir gehen einfach. Ganz okay. Selfe. Ja, komm. Was soll das? Oh. Moment, habe ich irgendeine Geistattacke? Ich glaube schon. Weil Selfe müsste Psycho sein. Ja, Erstauner. Ich erstaune dich. Ah, komm halt mal. Fucking Erholung. Erholung ist einfach ein richtiger Scheißangriff. Und ich glaube, Erstauner bringt gar nicht mal so viel, wie ich es gerne hätte. Aber bringen andere überhaupt mehr? Das ist jetzt die Frage. Wir schauen mal den Stoß. Genau zu viel. Das Erstaunen halt effektiv ist. Gut, das ist eine tolle Nachricht, würde man sagen. Die Konfusion. So, Psycho gegen Geist, weiß ich gar nicht, ob das so effektiv ist. Ach komm schon. Was soll der Schwachsinn? Warte, was bringt Umklammerung? Ist es dieser Effekt, dass es für eine Weile da bleibt? Nein, ist es nicht. Das war nicht Umklammerung, wie es die Attacke ist, macht. Ach, schade. Und bis auf Schlafen kann man ja auch keinen Statuszweck oder so geben. Also hat die, wenn der Team Rocket mit Selfie ankommt, sind die auf jeden Fall schon auf der guten Seite, würde ich mal sagen. Das ist so ein Kampf. Das ist einer dieser Kämpfe. Wo ihr die ganze Erholungsband. Und wir nichts machen können. Außer pur anzugreifen. Gut. Vielleicht kriegen wir viel Erfahrungspunkte, was legendär ist, aber. Das wissen wir nicht. Wenn wir das Glück haben, dass es aufwacht. Und dass es kein. Nicht mehr Erholung ersetzt. Ansonsten wird der Kampf ewig lang gehen. Noch länger als auch so schon geht. Auch schon. Danke, danke. So, und jetzt stirb. Stirb einfach. Verreck. Danke, danke. Du kannst sterben. Och nee. Oh nee. Komm schon. Komm schon, Free Candy, komm schon. Oh, danke, danke. Du hast was Gutes gemacht. Uff, gar so gut gegangen. Das sind ein paar Erfahrungspunkte. Level 16. Tja, Scarlet, was machst du jetzt? Was willst du jetzt tun? So, wir holen uns die Pokébälle. Super dran. Das ist auf jeden Fall ziemlich gut. So, Pokémon. Früher hätten die schon ein bisschen geschwächt. Aber allerdings haben wir auch lauter Box hauptsächlich trainiert. Und der Shark gibt auch ein bisschen Training. Wo wir wahrscheinlich Schwaffel auch trainieren sollten. Ich hätte die Schwaffel nennen sollen, nicht Schwaffel. Das wäre praktischer Name, egal. Und ich glaube, da oben ist irgendein wichtiges Team Rocket-Mitglied. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme.
Und auch mal Stärke. Wir haben gestärkt. Nebenbei, wo es mir gerade einfällt, wusste ihr, dass Pokémon X eine unglaublich gute Musik hat? Ich meine, es hat absolut nichts mit dem Spiel hier zu tun, aber trotzdem, wusste ihr das? Das ist kranker Scheiß. Und Bits. Bei Plauderer fällt es mir gerade ein, da gab es sowas. In der 4. Generation wurde Plauderer eingeführt. Da war es ja so, dass es ein besseres Mikrofon gab, mittlerweile. Und man konnte mit so einer Attacke, ich weiß nicht mehr, welche Attacke das war, Gesang, glaube ich, oder so, oder war es Gesang, keine Ahnung, konnte man ins Mikrofon was einsprechen, das wurde dann im Kampf übertragen. Und das konnte man natürlich auch im Online-Kampf einsetzen. Und deswegen ist es sehr, sehr schnell, ja, gebannt wurde. Man kann sich wahrscheinlich denken, warum. Ich meine, wenn da Dauer befindet, um andere zu beleidigen, geschaltet, kann nicht gut ausgehen. Aber das ist eine Sache, die mal existiert hat. Wollte ich nur so mal nebenbei erwähnen. Snobilität. Frisst den Biss. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, was er gesagt hat. Frisst den Biss. Ich weiß nicht. Wir haben kein einziges NKP verloren. Sharky ist ein bisschen overpowered, kann man sagen. Eiszahn. Oh yeah. Nice. Also, Eiszein ist schon ziemlich gut. Wir wollen direkt ein bisschen Nice Cream haben. Okay, was sagst du, Fleckmon? Oh, willst schon lesen? Ja, klar. Bitte kümmere dich gut um Opa und das Fleckmon, während ich weg bin. Danke, dein Papa. Oha. Also ich glaube, links komme ich gar nicht weiter, weil es mir an Stärke fehlt. Ich glaube, Stärke habe ich auch gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich hergehe. Lance. Wer ist nochmal Lance? Genau. Lance oder so. Ja, ich weiß keiner, wie der heißt. Aus Vice City. Aus GTA Vice City. Oh, ich weiß den ganzen Namen, aber ich weiß gar nicht mehr. Und jetzt wurde der Name wieder geändert. Autor Jacqueline. Toxicroak. Uff, tatsächlich sieht Toxicroak nach so einem so richtigen Team Rocket Pokémon aus. Das ist schon halbwegs vernünftige Wahl gewesen. Du bist ja Gift. Was kann ich gegen Gift machen? Gar nichts. Absolut nichts. Gut. Dann setzen wir mal Eiszahn an. Du kannst Eiszahn und Biss. Das ist schon irgendwie lustig. Das ist ziemlich schade. Vergiftet, bin ich vergiftet? Nein. Okay. Das heißt, ich kann jetzt zweimal zubeißen. Was für ein Hai eigentlich ziemlich gut ist. Und wir werden also KP wieder auffüllen. Nice. Hundemon. Oh, ich wünsche jetzt eine Dinge-Attacke, eine Wasserattacke. Schlag ihn mal irgendwie Wasserattacken. Mach das jetzt. Die Frage springt Eiszermaske in den Mund. Hundemon ist auch so ein typisches Team Rocket Pokémon. Also es passt perfekt da. Also seine Pokémon passen perfekt zu ihm. Hat der Randomizer was Krasses gemacht. Jaula. Wahrscheinlich noch Heuler, nur ein anders. Fucking Jaula. Ich habe komplett vergessen, dass Jaula in der Vergangenheit noch existiert. Ich dachte, das kam wieder später eingeführt. Galot. Galot ist nicht sehr effektiv. Meine Attacken sind auch nicht sehr effektiv, aber trotzdem, ich mache mehr Schaden. Ich könnte wahrscheinlich gucken, dass ich die andere Attacke einsetze. Aber ja. Wobei. Ich hätte wahrscheinlich Kampf machen können. Weil du bist Unlicht, glaube ich, auch. Weil Hundemon, ja, was auch immer. Wie spricht man sich aus? Hundemon oder Hundemon? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen.
Aber wir unsere Arbeit still und leise und ruhig fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wissen uns niemals. Ich frage mich, was wollt ihr überhaupt machen? Ihr werdet nicht weitermachen. Hey, Kurt. What's up? Gute Arbeit. Team von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Man hilft es hier besser. Lass uns gehen. Ich mag, dass der Sound zuerst gespielt wurde und dann wurde es so schwarz. Oh, uff. Da wurde rot erwähnt. Ui, ui, ui. Das ist natürlich krass. Oh, ein Pokéball. Wir brauchen Pokéball. Wir brauchen sehr dringend Pokéball. Deswegen ist es sehr praktisch. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aptikoks mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich als Farbe. Oh, jetzt ist die Frage. Welcher Ball hat davon irgendwas gebracht? Beziehungsweise von ihr am meisten singen wir die ab. Nein. Weil ich weiß gar nicht, welche Aptikoks die besten waren. Aber ja. So. Das Spiel ist jetzt so, dass man wirklich am nächsten Tag kommen muss. Das heißt, heute, also in den nächsten paar Parts werde ich es wahrscheinlich nicht kriegen. Wobei, vielleicht doch, ich weiß nicht. Wenn ich zwischendurch eine Pause mache, was sehr wahrscheinlich passiert wird. Und wir haben die Arena. Wir haben die Arena hier. Sollen wir die Arena machen? Das können wir auf jeden Fall machen. Allerdings kann die Arena sehr gefährlich sein. Hehehe. Das könnte ein gewaltiger Fehler sein, die Arena zu machen. Oh yeah. So. Im Schleckmann-Brunnen gab es kein Pokémon, ne? Das war eine leere Höhle. So, wir haben wir Money. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich ein bisschen in Trank und so investieren. Weil wenn in Arena Kampf, werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Nur ein paar von denen, ne? Aber wir können nur einkaufen, haha. Das ist gar nicht mal so geil. Wir haben tatsächlich ein ziemliches Geldproblem. Das ist gar nicht mal so geil. Allerdings können wir versuchen, in die Arena reinzugehen. In der Arena zu kämpfen. Okay, gehen wir rein. Also ursprünglich eine Käfer-Arena. Das war die Arena, oh, ich erinnere mich. So, wer braucht Leveling? Ich brauchst du Level. Schwaffe. Aber ich weiß nicht. So, müssen ja in die Mitte. Und wir sind in der Mitte. Okay, jetzt war ich nur Zufall. Eigentlich muss ich noch nach rechts. So, wie komme ich nach rechts am besten? Mit dem mittleren Teil. Mit dem mittleren Teil. Ich würde zuerst alle Trainer bekämpfen, bevor ich weitermache. Das würde für mich sehr, sehr logisch erscheinen. Du hast sowas noch keine Käfer-Pokémon haben. Auch wenn er keinen Drachen-Pokémon hat. Das sind ja ein bisschen gefickt. Schlupleck. Das sind Normal-Pokémon. Glaube ich. Spielen wir zwar nicht sicher, aber das sind glaube ich Normal-Pokémon. Level 12. Ich frage schon, wie hoch sind Max-Pokémon beim Arena-Leiter. Wir haben KFC. Und irgendwer hat noch Kampfattacken gehabt. Ach, keine Ahnung. Also gegen die sollten wir auf jeden Fall KFC finden. Weil normal, weil Kampfattacken und so. Sehr praktisch. Das war ein guter Schaden, ich würde sagen. Schadgerecht Level 17. Mantax. Ich glaube, das mit der Arena funktioniert gar nicht, dass die einen Typ machen. Das funktioniert überhaupt nicht. Was ist Mantax? Kann das sein, dass du Wasserflug oder so bist? Ich bin gerade extrem unsicher, was das angeht.
Das heißt, mit Käsewitz kämpfen wir auf jeden Fall eine scheiß Idee. Kommen wir laut in Box. Lupstrahl. Ja, der Lupstrahl hat umgebracht. Oh, sowas von. So, was machen wir dich? Machen wir Erstaunen. Ich kann überprüfen, du normal die Pasch. Na, er spricht. Also bist du entweder Wasser oder Wasserflug. Weil ich meine, dass du irgendwie fliegen kannst. Und es ist auch danach, dass du fliegen. Wir machen Sharky. Wir machen einfach Sharky. Wir lassen es bei Sharky. Weil Sharky ist gut, deswegen. Das packt zum Kämpfen. Du kannst Blutbombe abstellen. Die Attacke muss man sich mal merken. Und dann machen wir den Biss. Den Biss. Das war. Wow. Wow. Das war stark. Das war sehr stark. Reiter Christine. Okay, das war ziemlich gut. Allerdings würde ich sagen, wie das Ganze hier weitergeht mit dem Arena-Kampf, lassen wir nichts Part. Von Pokémon Sword Silver in der Randomizer Nuzlocke. Bis dahin. Alola.